Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Heute ist Montag, das sind die News. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, ich erkläre euch jetzt auch warum. Wir springen mal zurück in die letzte Woche. Am Montag waren der Eik, der jetzt hinter der Kamera steht, und ich zusammen in München und haben ein, dürfen wir noch nicht drüber reden, Auto für euch statisch abgedreht. Das kommt dann, weiß ich auch gar nicht, Mitte Oktober darf ich den dann bringen. Von da aus sind wir nach Hannover geflogen und zusammen nach Linte gefahren. Da haben wir den Mitsubishi L200 für euch gedreht. Das Video habe ich euch dann am Mittwoch auch geschnitten und online gestellt. Ich bin in der falschen Woche, sehe ich gerade. Aber ja, Dienstag gedreht, Mittwoch geschnitten, online gestellt. Am Donnerstag habe ich den Audi A7 Sportback gedreht, meinen Testwagen. Und am Freitag bin ich dann nach Mannheim gefahren mit einem Zwischenstopp in Frankfurt. Da habe ich den Audi abgegeben und mir einen neuen Testwagen geholt. Ich habe jetzt den Kia Ceed GT, den Fünftürer. Freitag. Samstag habe ich dann den Volvo S60 als T8, also als Plug-in-Hybrid gedreht. Mit Alexander Bonn im Übrigen. Sonntag war ich damit fertig und bin nach Frankfurt gefahren und hierher geflogen. Ich bin nämlich jetzt gerade in Bulgarien und bin schon dieses Auto am Sonntag gefahren. Den Mazda 3 Fastback mit dem Skyactiv-X Motor. Da drehen wir heute, Montag, das Review. Ne? Sind gerade dabei, Eik und ich. Dienstag, sprich morgen, fliegen wir dann nach Hause. Und ich muss dann von Frankfurt wieder nach Hause fahren. Danach bin ich K.O. Und ich bin am Freitag, als ich nach Frankfurt gefahren bin, habe ich schon gemerkt, ich kriege eine Erkältung. Die ist dann auch Freitag prompt ausgebrochen. Ich habe mich am Samstag gedopt und seitdem geht es langsam wieder bergauf. Aber ich bin immer noch nicht fit. Was sagt Eik so nett? Ja, man merkt schon, dass du krank bist. Bist du fahrig. Noch fahriger als sonst. Ihr wisst Bescheid. Könnt euch schon mal auf das Review freuen. Das ist dann morgen quasi zu Hause. Mittwoch schneide ich das Auto. Also nicht das Auto, sondern das, die Videokaufberatung selbstverständlich. Und dann werdet ihr die auch sehen. Donnerstag fliegen Eik und ich dann wieder nach München. Da drehen wir dann das X1, also BMW X1 Facelift. Fliegen wieder nach Hause. Und am Freitag um 4 Uhr geht es für mich wieder los und für Eik auch. Da fliegen wir beide dann nach Kanada, nach Halifax, um genau zu sein, und drehen für euch den T61 California. Bei dem normalen Dreh konnten wir ja nicht dabei sein, also Vorstellung VW T61, aber den California nehmen wir jetzt mal mit. Und da bleiben wir dann auch bis zum 30. Und am 1. Oktober, also nächste Woche Dienstag, sind wir dann wieder da. Also bin ich dann da und ich weiß noch nicht, wie, wann, wo, was ich schneiden kann. Weil wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen angeschlagen. Dann läuft das alles nicht ganz so von der Hand, wie ich mir das gerne vorstelle oder wie ich das gerne hätte. Ich habe noch ungeschnitten den Mitsubishi Cross Eclipse, den Audi A7 und den Kollegen und dann auch immer noch den Calibra. Aber den schiebe ich so mit ruhigem Gewissen ein bisschen weiter. Den X1 drehen wir ja auch noch. Ach, und den Volvo habe ich auch noch umgeschnitten. Also es ist gerade so ein bisschen viel. Ich hoffe, dass ich vielleicht den auch schon morgen ein bisschen im Flieger schneiden kann. Aber während der Autofahrt geht es halt nicht. Und wenn ich zu Hause bin, will ich, glaube ich, wirklich einfach mal ins Bett und ein bisschen schlafen. Von daher erwartet diese Woche keine Wunder von mir. Ich hoffe, dass ich auf dem Flug nach Kanada noch ein Video geschnitten kriege. Allerdings hat man uns schon gewarnt, wir sollten ausreichend Powerbanks mitnehmen, weil wir wirklich campen und es gibt da keinen Strom. Ja, also wird da auch nicht viel mit Laptop arbeiten und schneiden sein. Davon abgesehen sind wir in Kanada unterwegs. Da sehe ich eh nicht, dass ich da noch irgendwie abends sitze und irgendwie was schneide. Da müssen wir ja auch abends mal gepflegt vom Camper ein Lagerfeuer machen und Bier trinken, oder Eik? Ja. Ja. Bären jagen oder von Bären gejagt werden. Ja, das ist also unser Programm letzte Woche, diese Woche, nächste Woche. Und ich vermute mal, ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich mir die ersten Oktobertage auch frei nehme, sofern ich es schaffe, da zwischendurch ein bisschen was weggeschnitten zu haben, dass nicht mehr ganz so viel liegt. Ja,
Das war's. Achso, Freitag kriege ich noch einen neuen Testwagen. Mazda RF habe ich mir nochmal geben lassen, also MX-5 RF, um den auch nochmal mit auf die Autobahn zu nehmen. Das ist ja im Prinzip das, was noch fehlt. Gezeigt habe ich ihn euch schon. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal ein komplettes Review von mache oder wirklich nur, wie ich das damals auch mit dem Softtop gemacht habe, einfach nochmal so eine Autobahnfahrt machen, Geschwindigkeiten, Dach offen zu und so weiter. Aber es wird ja auch ein bisschen schattiger, ne? Ja, hatte ich schon erwähnt, dass wir in Bulgarien sind? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich komme durcheinander mit den ganzen vielen Videos. Ich will auch nicht alles wiederholen, weil hier habe ich ja auch ein Meinungsvideo gemacht, ein bisschen was erzählt. Aber wir sind in Bulgarien. Wunderschön hier. Also kann man machen. Nicht überall wunderschön, aber hier jetzt gerade mit ganz viel Natur auf jeden Fall. Und wir sind gerade fertig mit außen rumdrehen. Jetzt setze ich mich gleich in das Auto rein, drehe den Innenraum noch eben ab. Vorne sitzen, hinten sitzen. Dann werden wir auf dieser Straße, die da runter führt, die Fahrszenen machen, die ich ja immer über die technischen Daten lege. Und dann fahren wir Richtung Hotel zurück. Da sind wir auch noch mal 2 Stunden unterwegs. Da spreche ich dann den Fahreindruck ein. Und dann sind wir durch, ne? Und dann mache ich heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz so lange. Ja, Kinder, kleines Update für euch, ne? So sieht's aus. Ja, der ganze September war irre, muss ich mal sagen. Oder kann ich auch hier mal sagen, ich hatte 11 Events an 30 Tagen, wenn ich mit dem Monat durch bin. Und wenn ihr überlegt, dass das durchschnittliche Event 2 Tage dauert, plus noch einen Tag Schnitt hinten dran, dann ist klar, dass ich diesen Monat wirklich nur einen Tag frei hatte. Also ich habe mir Sonntag, vorletzten Sonntag, habe ich mir einen Tag freigenommen. Also konnte ich auch gar nicht anders. Ja, aber kein Gejammer. Also ich finde das ja super, ne? Viel Arbeit, viel Geld, alles in Ordnung. Und nächsten Monat war ich erst ein bisschen unruhig, weil da hat sich noch nicht so viel angekündigt. Aber mittlerweile haben wir die 3. Anfrage bekommen. Auch alles entspannt. Plus, da habe ich auch 4 Testwagen schon festgebucht. Alles easy, Kinder. Gut, das soll es gewesen sein, oder? Hast du noch was, Ike? Freust du dich auf Kanada? Ich mich auch. Ja. Ach, kann ich, können wir, komm, ist ein bisschen, ne, mit den Fans mal reden und so. Ah, willst du von der Schulter runter? dann sage ich halt nichts zu Kanada. Kanada, doch, sage ich noch kurz. Ike und ich haben, wir sitzen ja echt viel zusammen im Auto oder im Hotel oder am Flughafen und. Und es gibt halt die Dinger, die wir einfach abarbeiten. Klar ist da auch viel Freude mit neuen Autos und so. Und sicher ist auch schön in Spanien oder so. Aber man hat immer so Leuchtturmprojekte. Hatten wir ja dieses Jahr zu meinem Geburtstag Anfang März, wo wir mit BMW und dem X7 in Texas waren, da Big Bend. Da zehrst du richtig von. Also mir geht das zumindest so. Ich könnte diesen Job nicht machen, wenn ich von diesen Events nicht auch wieder Kraft mitnehme ein bisschen. Ne? Also nicht, wenn ich so krank bin wie heute, aber generell halt schon. Und so ein Texas-Ding da hast du 2-3 Wochen immer noch so ein bisschen innerlich gute Laune, weil es einfach so super war. Und wir haben im letzten Monat oder jetzt hier auch während des Septembers das öfter mal geredet und gesagt, Mensch, wenn wir noch so ein Leuchtturm noch mal so zum Jahresende, wäre eigentlich auch eine schöne Sache. Und dann kam sehr plötzlich und völlig unverhofft die Einladung von VW Nutzfahrzeuge, wir könnten damit nach Kanada kommen. Und ja, sorry Greta, und es ist natürlich irgendwie mal blöd, über den Teich zu fliegen, aber in dem Fall, wir freuen uns richtig. Und das hört sich auch nach einem sehr coolen Programm an. Zweimal campt man an unterschiedlichen Plätzen, wir schlafen beide im Auto. Ich hoffe, dass meine Erkältung bis dahin abgeklungen ist, also hoffe ich für Ike, dass er ein Auge auch zudrücken kann, dann, während wir schlafen sollen. Aber das ist schon cool, also das freue ich mich drauf. Und ja, kommt dann immer, ja, mach doch mal so einen Clip, ne? So nebenbei halt hier, so ein Vlog, wie Larissa das auch immer macht, ne? So ein Vlog nebenbei. Aber die Erfahrung hat gezeigt, kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin, weil ist einfach schwierig. Weil wir ganz viel Transfer und zwischendurch haben und du fällst aus dem Flieger, Langstreckenflug, bist du auch Matsche, dann musst du fahren, dann musst du dies machen, musst du das machen. Wir müssen auch sehen, dass wir in der Zeit überhaupt das Review gedreht kriegen. Das ist schon so ein bisschen Arbeit und dann nebenbei noch so ein Video zu machen, sehe ich halt nicht. Vielleicht, was wir machen, auf jeden Fall ist so ein bisschen Instagram, wenn wir da Netz haben. Also wenn ihr mir bei Instagram folgen wollt, müsst ihr natürlich nicht machen. Log42 ist da mein Nick, mein Handle. Da mache ich immer Stories. Das mache ich in letzter Zeit sowieso relativ häufig. Heute noch nicht. Gut, das soll es gewesen sein. Tschüss. Nein, natürlich nicht tschüss, sondern macht's gut. Tschüss, bis dann. Euer Jan.